Und herzlich willkommen zur Naturheilschule im Gespräch. Und mein Gast ist heute Katrin Müller und wir sprechen heute über Qigong bei Burnout. Hallo Katrin. Hallo Attila. Katrin, wie fühlt sich Burnout an? Was passiert da mit einem? Was ändert sich im Leben? Burnout schleicht sich meistens langsam ins Leben. Das heißt, man funktioniert und denkt sich erstmal, ich bin halt ein bisschen müde. Ja, oder ich schaffe halt meine Aufgaben nicht mehr so gut, wie es mal war. Und mit der Zeit verstärkt sich das. Und häufig ist es dann auch so, dass man einfach vielleicht verstärkt mehr krank wird, dass man unruhiger wird, dass man so eine innere Unruhe im Körper hat, dass man vielleicht schlecht schläft. Also das kann sein, dass man entweder ganz schwer einschläft, weil die Gedanken nur so im Kopf herumspuken und man nicht abschalten kann. Es kann aber auch sein, dass man mitten in der Nacht aufwacht und eben nicht mehr einschlafen kann. Es hat die verschiedensten Bilder. Ja, also aber es ist immer mit einer großen Erschöpfung, mit einer tiefen Erschöpfung, mit einer Erschöpfung, die man nicht durch mal ein Wochenende chillen oder mal einen Urlaub ganz schnell wieder ausgleichen kann, sondern es ist diese Art der Erschöpfung, die bleibt. Ja? Und mit der Zeit denkt man, na ja, so fühle ich mich halt. Ja? Und verdrängt es dann vielleicht auch ein Stück und funktioniert halt weiter. Das Berufsleben, die Familie, alles muss ja weiterlaufen. Und dann kommen die verschiedensten Aspekte einfach noch dazu. Ja, also sind es Kopfschmerzen oder Zittern oder also körperliche Aspekte kommen dann noch dazu. Oder der Körper zieht halt dann gleich die ganz große Notbremse und es kommt halt zu irgendeiner Erkrankung, wie beispielsweise Gürtelrose ist sowas, ja, was dann die Leute plötzlich aus dem Leben heraus katapultiert, der Körper sagt, stopp, bis hierher und nicht weiter. Und ja, der Körper zieht die Notbremse. Und ist es wirklich nur, sage ich mal, die Menge der Belastung, also sprich Familie, Arbeit und so weiter, oder geht das auch mit einer Existenzkrise einher, also mit der Frage nach, mache ich überhaupt mein Leben richtig? Also gehe ich überhaupt in die richtige Richtung? Hat es auch damit zu tun? Ja, na klar, beides. Also es ist sowohl, wie du eben gerade gesagt hast, diese Erschöpfung des zu viel an allem, als aber auch Lebensfragen, Sinnfragen, aber natürlich auch Sorgen. Ja, Sorgen finanzieller Art, Sorgen gesundheitlicher Art, Sorgen um die Familie, Sorgen um den Arbeitsplatz, was da alles kommt. Oder natürlich auch ja, was einem halt so am Gedankenkreisen hält, ja, viele, viele Aufgaben, denen man immer hinterherkommt zum Beispiel. Ja, oder halt wirklich auch diese Lebenskrisen, wo man wirklich dann einfach nicht mehr rauskommt, wo man halt wirklich nur noch im Kopf verhaftet ist quasi. Und wie kommt da Qigong ins Spiel? Was kann man mit Qigong? Welche Möglichkeiten bietet uns Qigong, darauf zu reagieren? Durch Qigong kommst du durch diese Bewegungen, die du langsam durchführst, in die Entspannung. Und also unterscheidet eben manch andere Entspannungsverfahren, bei denen du wirklich ruhig bist vom Qigong. Das heißt, also im Qigong bist du in der Bewegung. Achtest auf deinen Körper, auf die Bewegungen und bist da so in der Denke, dass du deine anderen Gedanken quasi aus dem Kopf wirfst in dem Moment, weil du überlegst, wo muss ich den Arm hintun, wie fühlt es sich an? Ja, also du bist in den Bewegungen. Und es tut unglaublich gut, da dann wirklich mal aus den Gedanken, aus dem Kopf zu kommen. Und da können wir eben mit Qigong gut ansetzen, indem wir einfache
aber dennoch eben wirkungsvolle Übungen lernen, mit denen wir uns auch im Alltag mal binnen 5 Minuten in der kurzen Pause rausbringen können. Mhm. Aber gleichzeitig arbeiten wir ja im Qigong auch mit Energien. Wie kann man mit den Energien auf diesen Dauerstress, auf die Symptome des Burnouts reagieren? Also Burnout ist häufig eben ein Qi-Mangel, ja, also ein Mangel an Lebensenergie, aber auch ein Mangel an Yang, ja, also dass diese Energie, dieses Feuer im Leben, diese Lebhaftigkeit, diese Lebensfreude eben fehlt. Oder eben, wenn es wirklich schon ganz, ganz heftig ist, dann kann es sogar bis in den Yin-Mangel reingehen. Und wir gehen eben mit Qigong in die Lebensenergie. Wir arbeiten mit diesen sanften Übungen mit unserer Lebensenergie und stärken unsere Lebensenergie so. Und stärken mit diesen Übungen dann eben auch unser Yang, aber auch unser Yin, um in die Entspannung zu kommen und sorgen quasi für den Ausgleich des Yin und des Yangs. Und wenn Yin und Yang im Gleichgewicht sind, dann geht es uns gut. Ja, und im Burnout haben wir eben ein zu wenig an Lebensenergie und einfach eine krasse Disbalance von Yin und Yang. Und was mich auch noch fasziniert hat, du schreibst, dass es in der TCM auch so etwas gibt wie Emotionsregulation und dass du über diese Hintergründe auch immer wieder sprichst. Also wie muss man sich das vorstellen? Also es gibt eben ganz tolle Übungen in Qigong, mit denen du dich harmonisieren kannst. Ich nehme mal gern dieses Wort harmonisieren, also eben ins Gleichgewicht bringen. Das heißt, wir haben ja oft so Phasen im Leben, wo wir vielleicht antriebslos sind. Ja? Das kann einfach eine Antriebslosigkeit aus einem Burnout sein, die über lange Zeit hinweg ist, oder vielleicht auch mal eine Antriebslosigkeit aus einer kurzfristigen Müdigkeit heraus. Und wir haben im Qigong einfach total schöne Übungen und einfache Übungen an der Hand, um uns da wieder in die Energie zu bringen. Also eben zum Beispiel, indem ich morgens nach dem Aufstehen gleich eine schöne Übung mache, um in die Energie zu kommen. Und wir haben aber auch Übungen an der Hand, in denen wir uns harmonisieren können, wenn wir zum Beispiel im Stress sind oder wenn wir mal wütend sind oder sauer auf jemanden, ja, die Arbeitskollegin, den Partner oder was auch immer. Da gibt es dann eben auch tolle Übungen, mit denen wir uns da wieder in die Balance bringen können. Das sind dann eben eher Übungen, die etwas kraftvoller sind. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die eine Übung aus den 8 Brokaten mit den Fäusten stoßen. Ja, das sind so sanfte Boxbewegungen, wo wir dann wirklich eben überschüssige Energien wieder loswerden können. Also wir können da unsere Emotionen ganz, ganz schön regeln und ins Gleichgewicht bringen. Okay, und wie muss man sich diesen Prozess vorstellen? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen? Jetzt schleicht sich Burnout langsam im Leben ein und irgendwann stellen wir fest, ich habe Burnout, ich bin gefährdet. Jetzt beginne ich zum Beispiel unter anderem mit Qigong zu arbeiten. Wie viel Zeit braucht es, bis das beginnt zu wirken und wie kann man sich diese Transformation vorstellen und wann kann man dann wirklich sagen, jetzt ist das Burnout zu Ende oder jetzt bin ich frei? Woran erkennt man das? Also es ist folgendermaßen, du wirst das Ganze Schritt für Schritt spüren. Ja, also du wirst jetzt nicht heute anfangen und morgen sagst du, juhu, ich bin geheilt, das ist es nicht. Aber du merkst schon sehr, sehr bald, ja, also schon nach den ersten Qigong-Einheiten, dass du Veränderungen in deinem Körper spürst. Ja, also das kann sein, dass du während der Übungen ruhiger wirst. Ja, dass du merkst, meine innere Unruhe geht zurück. Oder dass du merkst, Mensch, ich schlafe viel besser. Ja, ich kann mal wieder durchschlafen oder ich habe heute Nacht mal nicht schlecht geträumt. Und mit der Zeit wirst du merken, du hast vielleicht weniger schlechte Gedanken oder du fühlst dich etwas energievoller.
Ja, und mit der Zeit steigerst du das Ganze. Also mit der Zeit, mit zunehmender Übung. Und du wirst auch merken, wenn du Qigong machst, dann hast du so viel Freude an den Übungen. Und du merkst, dass sie dir so gut tun, dass du dich schon richtig auf deine Einheit freust. Also dass du sagst, ich brauche es jetzt. Ja? Also ich freue mich jetzt heute Abend zum Beispiel auf meine Qigong-Einheit. Und weil du merkst, wie gut es dir tut. Und mit der Zeit wirst du dich eben stärker fühlen, energievoller fühlen, wirst wieder so in deine Lebensenergie kommen und in deine Ausgeglichenheit auch. Es dauert ein Stück, aber das Schöne daran ist, du spürst eben Stück für Stück was. Also du merkst wirklich, wie gut es dir tut schon auf dem Weg dorthin. Kannst du ein paar Worte zur Ausbildung erzählen? Wie ist die aufgebaut und wie kann man das erlernen, Qigong, mit Qigong bei Burnout zu arbeiten? Gerne. Also die Ausbildung beginnt im September, am 30. September, geht über 7 Mal. Und in diesen 7 Terminen gibt es ein bisschen theoretischen Input. Das heißt, dass die Teilnehmer sollen verstehen lernen, was ist ein Burnout und was ist vor allem ein Burnout auch aus der Sicht der TCM. Weil wir arbeiten ja mit dem Qigong eben aus der Sicht der TCM, mit den Lebensenergien, mit dem Yin und Yang und so weiter, mit den Organen. Und da werden eben die Teilnehmer das theoretische Hintergrundwissen bekommen, um sich und ihren Körper zu verstehen. Der Kurs ist übrigens jetzt nicht nur für Leute, die schon im Burnout sind, sondern eben auch zur Prävention, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und dann erlernen wir gemeinsam Übungen, sowohl Übungen, die uns in unsere Kraft bringen, als auch Übungen, die uns ausgleichen, die uns in die Ruhe bringen. Und mit diesen Übungen, mit diesem Ausgleich kann jeder Teilnehmer dann sehr gut was für sich selbst tun und das in seinen Alltag mitnehmen. Das werden auch kleine Übungen sein, wie Lebenspflegeübungen, wo man durch kleine, kurze Einheiten, ja, einfach mal 5 Minuten oder 2 Minuten am Arbeitsplatz eben schon was bewirken kann. Ja, also da muss ich mich noch nicht mal hinstellen und irgendwelche Übungen machen, sodass die Kollegen denken, was macht die denn hier? Sondern einfach, indem ich meine Finger massiere oder solche Sachen. Genau, also alltagstaugliche Dinge. Okay. Und dann kann man auch, also nicht nur bei sich selber, sondern auch andere Menschen helfen, Burnout besser zu bewältigen und führen. Genau. Also es wird so sein, dass die Qigong-Übungsleiter eben auch diesen Burnout-Kurs als Bestandteil ihrer Ausbildung buchen. Und dann können sie diese Übungen in ihren späteren eigenen Kursen eben weitergeben. Aber natürlich auch alle Therapeuten oder Berater in ihren Praxen. Ja, also das werden Übungen sein, die man auch schön weitergeben kann, die auch einfach weiterzugeben sind, weil es ist total wertvoll für Patienten und Klienten, dass die sagen, ich habe was an der Hand, was ich mir selbst Gutes tun kann. Ja, also es passiert mir nicht nur Gutes, wenn ich jetzt dort bei meiner Heilpraktikerin, bei meinem Heilpraktiker bin, sondern ich kann auch selbst in der Zwischenzeit was für mich tun. Okay. Ja, liebe Katrin, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuhörer für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, danke für deine Zeit, Katrin. Dankeschön. Danke dir, Attila, für das schöne Gespräch. Mach's gut und danke allen Zuschauern. Tschüss. Tschüss.